Ich war 2009 in Luzern bei den Verhandlungen. Dort sagte ein Urheberrechtsanwalt zu mir, als ich sagte, ihr wollt doch die zensieren, hat er gesagt, aber wir sperren doch nur die Seiten, die böse verbotene Urheberrechtsverletzung machen. Das kann doch gar keine Zensur sein. Was sagt ihr dazu? Jetzt ist es. Hallo, hört ihr mich schon? Nein! So, jetzt. Eins möchte ich noch sagen. Das Internet ist nicht der Feind der Urheber. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen. Vor zwei Tagen hat Tim Schäfer ein neues Adventure-Game. Ihr kennt alle Monkey Island bestimmt, oder? Und wer kennt Day of Tentacle? Der Macher von Day of Tentacle macht ein neues Adventure und er hat es auf eine Crowdfunding-Plattform gestellt. Er wollte, vor drei Tagen hat er gesagt, er braucht 400.000 Dollar. Heute, oder gestern Abend war das, gestern Abend hatte er fast 5.000 Unterstützer, die 1,4 Millionen Dollar für dieses Spiel hergeben. Und erzählt mir bitte nicht, dass das Internet der Feind der Urheber ist. Die Leute, die ACTA und SOPA und FIFA und wie diese ganzen Abkürzungen alle heißen, durchsetzen wollen, haben es einfach nicht verstanden. Normalerweise würde ich jetzt meine Rede abschließen mit: Mein Name ist Andi und ich bin Pirat. Aber heute muss ich was anderes loswerden. Sekunde. We are anonymous, we are legion, we do not forget, we do not forgive. Expect us. Jetzt müssen wir das durchhalten, ich weiß nicht wie lang. Zwei, drei Minuten, okay. Wir üben das nochmal, oder? Also. Christian, was war die Parole? Stopp ACTA! Oder ad ACTA! Das finde ich besser. ACTA! 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 Genau, ich muss warten, er ruft da an. Jetzt ruft er an. Okay, macht euch bereit. Wir haben am Telefon. Sind wir live? Genau, also wir sind Danke und an die Schindler. Danke.
Wir haben gerade die Hauptkundgebung beendet, nachdem wir angefangen um 11 Uhr. Haben dann so bis 11.30 Uhr halt die Reden gehört. Genau, dann haben wir bis 11.40 Uhr die halt so die Hauptkundgebung auf und wir stehen dann noch bis 12:30 hier. Gut, ich denke mal, bei den meisten Leuten ist es sicher nicht so. Wir haben aber auch hier zwei Infostände von der Piratenpartei und von den Grünen. Und ich bin ja bei den Piraten und da haben wir natürlich auch jede Menge Infomaterial. Das heißt, ich sage jetzt mal, wir informieren natürlich hier über ACTA. Wir haben also Flyer dazu auslegen und wir haben in dem Sinne halt auch von der Piratenpartei und dem Andy Popp jemanden da, der beim Thema Urheberrecht auch sehr stark gewandert ist und das alles sehr, sehr gut erklären kann. Ja? Also praktisch, wir machen hier sowohl Aufklärung halt, sage ich mal, als auch Protest. Ne? Es ist eigentlich bunt gemischt gewesen. Es ist eigentlich bunt gemischt gewesen praktisch. Sage ich mal, gut schwerpunktmäßig sind es natürlich Studenten. Ingolstadt ist ja auch eine Studentenstadt, die man schwerpunktmäßig sieht, aber du siehst halt tatsächlich hier auch viele ältere Leute. Mhm. Jawohl, bitte, wiederhören. Ciao.